ihn langsam ein bisschen genährt. Der hatte jetzt die letzten Male immer seine... Wie viel? Nicht 1500, 15.000, die er ja von uns verdient hat. Und jetzt kommen wir her und jetzt sind sie weg. Also gut. Es hilft ja nicht, sich aufzuregen. Wir müssen es halt akzeptieren. Wir müssen es halt akzeptieren. Ist ein... Schmerzhaft. Schmerzhaft. Wir haben 33.000 Goldmünzen. Ich würde gerne noch ein bisschen Gold sammeln, bevor wir uns das Haus endgültig kaufen, weil ich will nicht nur mit 3.000 Öcken rumlaufen. So, holen wir uns da drüben die Kürbisse. Dann haben wir ihren Garten leergeräumt. Sag mal, die erneuert ihr Inventar aber auch. Die hat ihr Inventar ganz safe erneuert, weil ich hab mir... Ich geh nochmal zum Pensack. Ich hab ihr ja zu 100% ihre ganzen Runen und so abgekauft. Ganz sicher. Naja, der hat auch auf einmal eine Katzenstatue im Start. Also mein Lieber, ich nehme dir die jetzt nochmal ab, ne? Ich nehme dir die jetzt nochmal ab. Weil ich mich nicht wohl damit fühle, wenn du mit so einer Katzenstatue rumläufst. Aber das hat sich sicher zu 100% erneuert, das Inventar von denen. So. Gut. So, uns fehlt jetzt noch das Herrenhaus von Sedante. Ich würde sagen, wir machen erstmal die drei Häuser hier unten. Die haben wir schneller durch. Und danach kümmern wir uns um das Herrenhaus. Wer weiß, was sich da noch drin versteckt. Haben wir irgendwelche leeren Flaschen zufällig am Start? Zwei kleine. Hervorragend. Überragend. So, wie ein echter Bear Grylls hier. Schön die Schwammerl aus dem Garten sammeln. Will ich so einen komischen Kürbis fressen? Damit funktioniert das nicht. Ja, wollte ich auch gar nicht. Ja, dann werden wir aber in der Händlergilde jetzt gerade nichts machen können. Wobei, wenn wir... Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt die Hütte. Wir kaufen uns die jetzt, weil wir verkaufen ja danach eh wieder in dem Waffen, also in unserem Händlerladen, da wo wir immer hingehen, unsere Sachen. Trevor. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich möchte ein Haus in Verdistis anmieten oder vielleicht sogar kaufen. Ihr habt Glück, es ist tatsächlich ein Haus in Verdistis verfügbar. Wie viel soll es kosten? Wenn ihr das Anwesen mieten wollt, müsst ihr 1000 Gold im Monat bezahlen. Ein Kauf des Anwesens wird euch 30.000 Gold kosten. Ich möchte dieses Haus kaufen. Hier sind die 30.000 Gold. Ich danke euch. Wenn ihr das Gildenhaus verlasst, wird sich jemand eurer annehmen und euch euer neues Heim zeigen. Und nun, willkommen in Verdistis. Irgendjemand wird sich uns annehmen. So wie ich unser Glück kenne, jemand vom Schwarzen Ring. Hey, ihr da. Man sagte mir, ich solle euch Markhams alte Hütte zeigen. Na schön, dann los.
Und diese Pokémon-Werbung wäre geil. Ich glaube, so ging sie ungefähr, oder? Es gab doch auch irgendwo eine Stadt, wo so ein alter Mann einem das gezeigt hat. Da sind wir. Gut, nun, worauf wartest du denn noch? Ah, ich verstehe, ein Trinkgeld. Ein Goldstück? Da kann ich mir ja bald ein Haus bauen, wenn ich noch 10.000 so freigebige Leute treffe. 41.000 Gold, was sie? Das ist jetzt unsere Hütte? Das kann ich nicht verwenden. Überragend. Fantastisch. Ach, richtig schön. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass die das hier so schön einrichten. Respekt. Na, Respekt an die Herren der Händlergilde. Hervorragend. Nice. Das heißt, wir sind jetzt offiziell Bürger von Verdestis, Freunde. Aber die Tür kann ich nicht schließen. Ah, die Nachbarschaft in Verdestis ist sicher ehrenhaft. Da ist gar kein Problem. Ja, genau, das war diese andere Hütte. Oh Gott. Ach, du lässt mich jetzt quasi mein neues Haus nicht mal mit einer Flasche Wein feiern, oder was? Das ist nicht ganz schön was, Junge. Das ist ganz schön arrogant geworden, muss ich sagen. Ich sauf das jetzt einfach so. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Da ist noch ein Stall. Okay, den können wir jetzt auch nicht durchhauen. Das ist mir irgendwie... bisschen zu blöd gerade. Können es markieren. Da. Stall. So. Wisst ihr, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt auch genug. Ich habe auch genug von dem ständigen Untersuchen hier in Verdestis. Wir waren jetzt lang genug hier, wir leben uns die letzten zwei Häuser für mal anders auf. Wir werden jetzt erstmal nach Ars Magicana reisen, dort unsere ganzen überflüssigen Sachen verkaufen. Schauen wir nochmal kurz in die Händlergilde und gönnen uns vielleicht ein bisschen was aus dem Keller. Und verkaufen dann ein paar Gegenstände. Ja, was haben wir hier Gutes? Früchte. Jetzt bist du gesättigt, du. Du willst mich aber auch manchmal ärgern. Er will mich manchmal ärgern. Er will mich manchmal ein bisschen provozieren. Aber ich halte dem Stand. Ich denke auch, dass wir die Blumen, die wir gefunden haben, so langsam mal ablegen können. Aber Verdestis ist zumindest
Soweit wir es garantieren können, sicher. Soweit wir es garantieren können. Ich meine, wir haben jetzt noch zwei Häuser, die untersucht werden müssen. Mehr gibt es momentan, glaube ich, nicht. Worüber man sich sorgen müsste, zumindest. So. Ich bin überladen. Oh, das ist einfach zu schwer für mich. Habe ich die falsch einsortiert, die anderen Sachen? Hey, ich bin so dumm. Jetzt mache ich schon wieder den Fehler und geht's. Sag, was ist denn heute los? Ich habe mich so auf die Divinity-Aufnahme gefreut. Auch wegen der Kanalisation. Und die hat mir jetzt so einen Nierenschwinger verpasst, dass ich völlig durch den Wind bin. Kitty, na? Die gehört jetzt das ganze Dorf, Kitty. Du bist quasi Bürgermeister von Alaroth. Wie nice ist das denn? Übrigens, dürfte euch aufgefallen sein, die Divinity-Thumbs wurden erneuert. Ne? Wenn wir jetzt schon auf dem Weg sind, können wir über sowas quatschen. Ich habe sie erneuert. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Divinity ist ja quasi eins meiner ersten Projekte, meiner wirklich Urprojekte. Und damals habe ich mit einer Freundin das Thumb gemacht, habe gesagt, das ist in Ordnung, passt ganz nett. Und irgendwann ist sie auch zu mir hingegangen und hat gesagt, du, das Thumb ist echt nicht schön. Und ich habe gesagt, ja, du hast vollkommen recht, es ist nicht schön. Und dann haben wir nach langem Rauszögern, ich habe mich wirklich so auch ein bisschen davon gedrückt, haben wir es endlich erneuert. Und ich bin sehr glücklich mit dem neuen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Er hat vielleicht gar nicht so viel Cash, muss ich sagen. 13.000. Es scheinen gerade heftige Zeiten zu sein. Unsere ganzen Händler des Vertrauens. Verkauf mal unsere Ware, Junge. Das ist Top-Ware, die du da hast. Damit funktioniert das nicht. Kannst du zu einem guten Preis verkaufen? Da musst du dich bloß ein bisschen reinhängen, den Preis ein bisschen drücken und schon? Ja, nice. Den Teller können wir endlich ablegen. Teller hier rein. Und was ich auch gerne mal machen würde, nee, die behalten wir, aber die Blumen. Das kann ich dafür nicht verwenden. Komm, stell dich nicht so an. Oh, Beruhigung, Mr. Odin, Beruhigung. Der will nur tratzen. Er will mich nur ärgern. Ich weiß es ganz genau, dass er mich ärgern will. Ich spür's, dass er mich ärgern will.
für eine Logik, Mann? Ha! Der ist schön. Warte, wenn ich den hier... Na? Hier vielleicht? Wenn ich das so ein bisschen verschiebe? Dann kriege ich doch hier die Blumen rein, oder? Nicht ganz. Ja, scheiß drauf, dann nehmen wir sie halt mit. Oh, es sind doch eigentlich Wertgegenstände. Komm, wir packen sie hier dazu. Blumen sind schön, die packen wir hier rein. Wirklich, du hast jetzt gerade eine halbe Stunde damit rumgemacht. Und jetzt das. Und jetzt das. So, Freunde. Das weiß ich, dass wir das komplett haben. Kirche haben wir auch komplett. Haben wir? Haben wir. Den Bereich haben wir auch. Den haben wir komplett. Den haben wir komplett, aber da unten weiß ich immer noch nicht, wem ich die Ding geben soll. Die Heiltränke. Der ganze andere Bereich ist nicht komplett und der hier oben auch nicht. Chats. Die Russen greifen an. Während wir hier ganz gemütlich weiterzocken. Bin ich gut. Bin ich gut. Dann kriege ich nicht so viel mit. Schatzkarte. Ich habe von einer seltsamen Karte gehört, deren Einzelteile überall in der Welt verstreut sind. Ich bin gespannt, wo sie mich hinführt. Das heißt, wenn ich alle Teile finden kann. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Zeig mir mal, was für Quests wir haben. Rat der Sieben, Vertreter der Elfen. Ich arbeite halt gern Sachen ab, wisst ihr? Die Wahrheit über Tindalf heraus, die Brosche, will ich einen Dämon beschwören? Das wäre jetzt aber auch saudumm mit dem... Ich kann nicht anders. Wir müssen die letzten Leute noch, die letzten zwei Häuser noch untersuchen. Nicht, dass der Markham, nee, heißt das ja Markham, Dante uns noch irgendwas erzählt, was wir gut gebrauchen können. Drakre, seid abermals gegrüßt, Freund. Benötigt ihr Hilfe? Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Das werde ich. Sehr viele Blumen. Ein neuwertiger Rechen. Den brauchst du. Und die Schaufel brauchst du. Da wächst doch eine Drudana. Eine Drogenpflanze. Sehr schön. Drakrin, mein. Ah, ich dachte bloß, ich könnte mich hier eventuell bedienen. Es stört dich? Idiot. Der geht durch die Wohnung durch. Ah!
wie wie heißt der? Der Bilbo in Herr der Ringe. Ah! Oh, schön. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ach, er hat uns ja losgeschickt. Ja, okay, okay, nein, nein, ich... Es passt. Okay? Es passt. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Lasst mich... Alter, überall arme Leute. Wir haben von ihm ja den Auftrag mit der Brosche bekommen. Ich glaube, ich komm langsam nicht mehr drum herum, mal den Dunkelwald zu besuchen. Ich könnte natürlich jetzt einen Haufen Orte noch abarbeiten. Kanalisation von Flussheim, den Orkwald, alles Mögliche, aber langsam juckt's mich auch in den Fingern. So langsam juckt's mich auch, um ehrlich zu sein. Er hat endlich mal wieder richtig Hunger gehabt und hat 5 Schalen Früchte gegessen. Junge, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Und weil ich so stolz auf dich bin, wird es langsam Zeit, einen Ort zu betreten, vor dem ich mich so lange gedrückt habe. Es geht in den Dunkelwald. Wir tun's. Wir tun's definitiv jetzt. Den Ort haben wir übrigens auch komplett erforscht. Stopp. Ich will noch ganz kurz mit dem Anführer der Waldläufergilde sprechen. Ah, ihr seid noch hier, Taylor? Habt ihr zuletzt Brontion hier vorbeikommen sehen? Ihr kennt Botschafter Brontion? Ja, mein alter Freund kam hier kürzlich erst vorbei und ich muss sagen, er war in keiner guten Stimmung. Offensichtlich stehen die Dinge im Moment nicht zum Besten. Was meint ihr mit nicht in guter Stimmung? Er hat wohl einige Schwierigkeiten bei seiner Mission erfahren. Menschen sind häufig so unvorhersehbar, so unzuverlässig, so schwierig. Verzeiht meine offenen Worte, sie waren nicht persönlich gemeint. Wohin wendete sich Brontion? Er war auf dem Weg nach Fionimble, einer kleinen Elfensiedlung im Dunkelwald.